Jedes Buch, das ich schreibe, ist bei mir verbunden mit einem sehr intensiven, kreativen Prozess, wo ich nie weiss, wo die Geschichte hingeht. Eine Frau in einer einsamen Hütte am Ende des Tals. Wie bei ihrem ersten, Jahre zurückliegenden Aufenthalt erlebt sie die Tage als bewusste Auszeit. Ein aus der Zeit und festgelegten Abläufen fallen. Sie schreibt Briefe, die sie nicht abschicken wird, streift aufmerksam durch die Natur, teilt hier und da eine einfache Mahlzeit mit dem Besitzer der Hütte. Nichts Spektakuläres geschieht. Oder doch? Unmerklich verschiebt sich der Fokus des Erzählens vom ruhigen Gleichmaß hin zu einer unerhörten Begebenheit. Im Tal schien die Zeit stillzustehen. Nichts hatte sich verändert. Sie meinte, dass selbst die Grasbüschel, das Moos und die Flechten an den immer gleichen Stellen wuchsen wie vor Jahren. Vor dem Haus unter dem kleinen Vordach hatte ihr der Bauer das gespaltene Holz aufgeschichtet und sie spürte schon jetzt, dass es ihr schwerfallen würde, dieses kleine Kunstwerk durch den Gebrauch der Holzscheite zu verändern. Sie liebte den alten Herd, die verrußten Pfannen, die über dem Herd an Nägeln hingen, und freute sich darauf, das Feuer zu riechen. Niemand stellte hier Ansprüche an sie. Es gab nichts zu verlieren, nichts zu gewinnen. Das war schön. Sie konnte um 4 Uhr nachmittags den ersten Kaffee trinken und um Mitternacht eine Polenta auf dem Holzherd kochen. Sie konnte tagsüber träumen und nachts den Mond bestaunen. Selbst die Rehe hatten begriffen, dass sie keine Jägerin war, und blieben jeweils für eine Weile an Ort und Stelle stehen. Oft hatte sie beim letzten Aufenthalt sogar das Gefühl gehabt, dass ihnen ihre Gesellschaft anstelle der von immer nur anderen Tieren ganz recht gewesen sei.